Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. 10 Tage nach dem letzten ergebnislosen EU-Gipfel beraten die Staats- und Regierungschefs erneut über die Flüchtlingskrise. Es geht um ein Abkommen mit der Türkei, die illegale Flüchtlinge aus Griechenland zurücknehmen soll. Morgen soll deshalb auch wieder der türkische Ministerpräsident Davutoğlu an den Gesprächen teilnehmen. Er fordert finanzielle und politische Zugeständnisse der EU. Bislang zeichnet sich darüber aber noch keine Einigkeit ab. Angela Merkel und EU-Parlamentspräsident Schulz beugen sich gemeinsam über ein Handy. Sie teilen Informationen, sprechen sich ab. Sich absprechen und gegenseitig helfen, nicht die Regel zurzeit in der EU. Der Streit über die Flüchtlingspolitik scheint wie ein Spaltpilz zu wirken. Ratspräsident Tusk mahnt die 28 Staats- und Regierungschefs. Nur wenn wir alle zusammenarbeiten und wenn wir cool bleiben, dann werden wir gemeinsam erfolgreich sein. Ich bin vorsichtig optimistisch, aber ehrlich gesagt eher vorsichtig als optimistisch. Es sind schwierige Verhandlungen. Ankara soll künftig alle Flüchtlinge zurücknehmen, die Griechenland auf illegalem Weg über die Meeresgrenze erreicht haben. Dafür stellt die Türkei Bedingungen, zügige Visafreiheit für ihre Bürger bei Reisen in die EU zum Beispiel. Die Türkei verlangt wirklich viel. Ich weigere mich, Verhandlungen zu akzeptieren, die einer Form von Erpressung ähneln. Ich verstehe und teile die Kritik, denn der vorgeschlagene Türkei-Pakt ist sehr kompliziert und er bewegt sich am Rande des internationalen Rechts. Der Deal mit der Türkei müsse gestoppt werden. Das fordern Menschenrechtler, die vor den Toren des Europäischen Rates demonstrieren. Angela Merkel geht davon aus, dass die Rechte der Flüchtlinge gewahrt werden, auch bei einer massenhaften Abschiebung zurück in die Türkei. Wenn wir darüber sprechen, wie wir diese illegale Migration stoppen können, dann ist es natürlich wichtig, dass jeder Flüchtling auch individuell betrachtet wird und seine Rechte wahrnehmen kann, wenn es um die Ankunft in Griechenland und auch die Rückführung in die Türkei geht. In dieser Nacht wollen Europas Staats- und Regierungschefs eine gemeinsame Haltung in der Flüchtlingspolitik finden, um die anschließend dann mit dem türkischen Ministerpräsidenten zu besprechen. Ausgang ungewiss. Über die Erwartungen an den Gipfel jetzt live aus Brüssel Rolf-Dieter Krause. So widersprüchlich das erscheinen mag, gerade die von vielen Regierungschefs heute geäußerte Zurückhaltung könnte darauf deuten, dass sich die EU heute Abend zusammenrauft und dann mit einer gemeinsamen Haltung in die Gespräche mit der Türkei geht. Der politische Wille dazu sei stärker spürbar als bisher, heißt es aus Verhandlungskreisen. Dass es ohne die Türkei nicht gehe, dieses Bewusstsein sei gewachsen, wenn nicht einmal Großbritannien seine Grenzen ohne die Hilfe Frankreichs kontrollieren könne. Gleichwohl sind noch viele, vor allem praktische und rechtliche Fragen zu lösen, aber sie alle gelten als lösbar. Insgesamt scheint die Überzeugung zu wachsen, dass es mit dem Plan der Türkei gelingen könne, die illegale Einwanderung zu stoppen. Einige EU-Staaten reden schon davon, dass dieser Plan bereits in einer Woche umgesetzt werden könne. Aber davor stehen noch schwierige Beratungen und viele praktische Vorbereitungen. Zurück nach Hamburg. Nach Hinweisen auf mögliche Anschlagspläne hat die Bundesregierung deutsche Einrichtungen in der Türkei heute geschlossen gehalten. Bundesaußenminister Steinmeier sagte, die Sicherheitsbehörden hätten Informationen erhalten, wonach Extremisten die deutschen Vertretungen im Visier haben. Die Hinweise seien sehr konkret und ernstzunehmend gewesen. Istanbuls Gouverneur kritisierte den Schritt, der aufgrund nicht bestätigter Annahmen und ohne Absprachen erfolgt sei. Demonstrativ ist die Polizei heute vor nahezu allen deutschen Einrichtungen in Istanbul präsent. Diese sind für jeden Publikumsverkehr geschlossen. So das Generalkonsulat unweit des Taksimplatzes, die Deutsche Schule oder das Goethe-Institut. Bereits vor 2 Tagen hatte die deutsche Botschaft in Ankara vor 9 Terroranschlägen gewarnt. Gestern Abend erreichten unsere Sicherheitsbehörden einige sehr konkrete und deshalb sehr ernstzunehmende Hinweise, dass terroristische Attentate gegen unsere deutschen Vertretungen innerhalb der Türkei vorbereitet seien.
Das Auswärtige Amt in Berlin rät auf seiner Homepage ganz grundsätzlich zu erhöhter Vorsicht in Istanbul, Ankara und anderen Großstädten der Türkei. Menschenansammlungen seien zu meiden, auch sollte man Abstand zu touristischen Attraktionen sowie Regierungs- und Militäreinrichtungen suchen. Erst vor 4 Tagen wurden in Ankara bei einem Bombenanschlag 37 Menschen getötet. Heute bekennt sich die aus der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK hervorgegangene Splittergruppe Freiheitsfalken Kurdistans zu dieser Tat und zeigt die mögliche Selbstmordattentäterin. Weitere Anschläge werden angekündigt. Diese seien Vergeltung für die seit Monaten währenden Angriffe türkischer Sicherheitskräfte gegen die PKK und deren Jugendorganisation in kurdischen Städten. Etwa 500 Zivilisten sollen bisher getötet worden sein. Auch heute wurde mit unverminderter Härte gekämpft. 8 Jahre Haft wegen versuchten Mordes, so lautet das Urteil für den Haupttäter des Brandanschlags auf eine Flüchtlingsunterkunft in Salzhemmendorf in Niedersachsen. Der 31-Jährige hatte im vergangenen August einen Brandsatz in eine Wohnung geworfen. Eine Frau aus Afrika und ihre Kinder entkamen knapp den Flammen. Das Landgericht Hannover verurteilte auch 2 Mitangeklagte zu Haftstrafen. Es sind hohe Strafen, die das Landgericht in Hannover heute verhängte. 2 Männer müssen für 8 und 7 Jahre ins Gefängnis, die mitangeklagte Frau für 4,5 Jahre. Die Tat im vergangenen August war aus Sicht der Richter versuchter Mord. Das Motiv eindeutig tiefsitzender Fremdenhass, so die Begründung. Der Vorsitzende hat im Rahmen seiner Urteilsbegründung unter Bezugnahme auf ein Sinnbild, das ein Verteidiger in seinem Plädoyer verwendet hat, ausgeführt, dass die Kammer keinen Zweifel daran hat, dass wenn man all das Gedankengut, das den Angeklagten hier nachgewiesen werden konnte, in einen Topf rührt, letztlich eine Suppe herauskommt, die so wortwörtlich die Fratze des Nationalsozialismus zeigt. Insoweit war die Kammer sehr, sehr deutlich. Eine junge Familie aus Simbabwe, die hier wohnte, blieb bei dem Brandanschlag in Salzhemmendorf nur durch Zufall unverletzt. Die Angeklagten hätten den Tod der Bewohner billigend in Kauf genommen, so der vorsitzende Richter. Alle 3 Angeklagten hatten die gemeinsame Tat vor Gericht gestanden, eine grundsätzliche rechtsradikale Gesinnung aber verneint. Ein Nazi sei sein Mandant nicht, so der Anwalt des Hauptangeklagten Dennis L. Der Verteidiger zweifelt an der Urteilsbegründung. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass man auch so ein bisschen, dass man versucht hat, ein Stellvertreterurteil zu finden für das gerade aufkommende Problem, dass eben viele Anschläge verübt werden. Eine Revision scheint jetzt wahrscheinlich. Sollte es dazu kommen, wird sich der Bundesgerichtshof mit dem Urteil befassen. Das Oberlandesgericht München hat einen Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes verurteilt, der Dokumente an den US-Geheimdienst CIA weitergegeben hatte. Er muss wegen Landesverrats und Bestechlichkeit für 8 Jahre in Haft. Der BND-Mitarbeiter hatte den Kontakt zur CIA selbst aufgenommen und für seine Datenlieferungen rund 90.000 Euro kassiert. Er flog erst auf, als er auch dem russischen Geheimdienst Dokumente anbot. Brasiliens Präsidentin Rousseff will mit einem Personalwechsel eine Wende in der gegenwärtigen Regierungskrise erreichen. Rousseff holte ihren früher sehr populären Amtsvorgänger Lula da Silva ins Kabinett. Aus Protest gegen diese Entscheidung gingen Tausende auf die Straße. Rousseffs Vorgehen ist wegen möglicher Auswirkungen auf laufende Korruptionsermittlungen gegen Lula höchst umstritten. Es ist die Rückkehr des früheren Präsidenten Lula da Silva auf die aktive politische Bühne. Er soll die angeschlagene Regierung von Präsidentin Rousseff retten und wird Kabinettschef. Meine Regierung wird jetzt wieder bessere Bedingungen haben, um Brasilien wieder in die Spur zu bringen. Mit Lula neben mir. Draußen Proteste, das Land zerrissen. Ein Machtkampf. Die alte Elite der Mittelschicht gegen die linke Regierung, deren Anhänger jubeln. Sie feiern ihren Politstar, der nun Maßnahmen zur Ankurbelung der abgestürzten Wirtschaft ergreifen soll. Delikat, gestern Abend veröffentlicht der Richter, der wegen Korruptionsvorwürfen gegen Mitglieder der Regierung ermittelt, ein mitgeschnittenes Telefonat zwischen Rousseff und Lula. Es soll angeblich belegen, dass Lula durch den Ministerposten erst einmal vor weiteren Befragungen geschützt sei. Das brachte spontan noch in der Nacht tausende Menschen auf die Straße, die gegen Lulas Eintritt in die Regierung protestierten.
Der Verdacht, der 70-Jährige soll Gefälligkeiten eines Baukonzerns angenommen haben. Vor einigen Tagen wurde er deshalb von der Polizei verhört. Eine Hetzkampagne, so Kritiker. Jetzt mit Lula als Minister in der Regierung Rousseff gäbe es die Chance, eine politische Stabilität zu schaffen und um eine solide Basis im Parlament zu bekommen. Aber die Justiz will diese Möglichkeit verhindern. Das Schmierentheater geht weiter. Kurz nach Lulas Amtsantritt legt ein Richter ein Veto ein, was wenig Aussicht auf Erfolg hat. Edeka darf den Supermarktkonkurrenten Kaisers Tengelmann übernehmen, trotz Bedenken der Wettbewerbshüter. Wirtschaftsminister Gabriel macht die Fusion durch eine Sondererlaubnis möglich. Der Chef der Monopolkommission Zimmer trat daraufhin aus Protest zurück. Die Ministererlaubnis schade dem Wettbewerb und langfristig auch den Beschäftigten, teilte Zimmer mit. Auch Bundeslandwirtschaftsminister Schmidt warnte vor den Auswirkungen. Gabriel begründet die Sondererlaubnis unter anderem damit, dass Edeka den 16.000 Tengelmann-Beschäftigten eine 7-jährige Jobgarantie geben muss. Einzelheiten zu den Auflagen für die Fusion und eine ausführliche Darstellung der Kritik finden Sie auf unserer Homepage tagesschau.de. Die Lufthansa steht wirtschaftlich so gut da wie lange nicht mehr. Die Airline konnte ihren Gewinn im vergangenen Jahr auf knapp 1,7 Milliarden Euro steigern, trotz mehrerer Streiks von Piloten und Flugbegleitern. Profitieren konnte das Unternehmen vor allem durch niedrigere Treibstoffkosten und steigende Passagierzahlen. Angesichts des Germanwings-Absturzes mit 150 Toten sprach die Geschäftsleitung dennoch von einem traurigen Jahr 2015. Der Schriftsteller Guntram Vesper ist für seinen neuen Roman Frohburg mit dem diesjährigen Preis der Leipziger Buchmesse für Belletristik ausgezeichnet worden. Er ist mit 15.000 Euro dotiert und gehört zu den wichtigsten Auszeichnungen für Autoren in Deutschland. Der Preis wird bewusst an Neuerscheinungen vergeben, auch mit dem Ziel, diesen mehr Öffentlichkeit zu verschaffen. Guntram Vesper, ausgerechnet er, der Mann der vielen Worte, der mit dem Mammutroman fasst sein Erstaunen in allerkürzeste Worte. Herzlichen Dank. Mehr kann ich nicht sagen. Vesper, Jahrgang 1941. Frohburg, der preisgekrönte Roman, 1000 Seiten stark. Nicht weniger als ein Porträt der Deutschen im 20. Jahrhundert sei das, sagt die Jury. Frohburg in Sachsen. Vesper ist dort aufgewachsen. Im Roman verwebt er Provinz, Historie und Biografie. Das Schreiben ist für mich 6 Jahre zur Lebensform geworden. Ich habe gelebt, indem ich schrieb. Der Leipziger Buchpreis, dotiert mit insgesamt 45.000 Euro, verliehen außerdem für Übersetzung und Sachbuch, ist einer der Höhepunkte einer Buchmesse, die in diesem Jahr einen politischen Schwerpunkt setzt. Flucht und Vertreibung, darüber diskutieren Autoren, Wissenschaftler und Leser. Bis vor kurzem lebten Flüchtlinge in einem Teil der Messehallen. Auch ihre Geschichte wird erzählt in sogenannten Hörstationen. Tatsächlich ist es so, sie hatten ein Leben, sie hatten einen Alltag und nach diesem Alltag fragen wir. Und es ist, es haut einen um, die Normalität. Also dass man dann auf einmal merkt, das ist ja auch, hätte auch mein Leben sein können. Die Leipziger Buchmesse will Debatten anstoßen und begleiten. Auf mehr als 3000 Veranstaltungen auf der Messe und in der Stadt treffen Leser und Autoren aufeinander, sollen ins Gespräch kommen. 4 Tage lang bis Sonntag. Der Klarinettist und Bandleader Hugo Strasser ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Er hatte seine Karriere nach dem Krieg mit Jazz und Swing begonnen und in den 50er Jahren dann eine eigene Big Band gegründet. Das Orchester spielte jahrelang bei den Tanzweltmeisterschaften. Tanzmusik war seine Leidenschaft. Seine Big Band zählte zu den führenden Tanzorchestern der Welt. Der Swing fasziniert Hugo Strasser. Heimlich hört und lernt er ihn schon während des Dritten Reiches. Das ist auch eine Lebensart, der Swing. Man erkennt an Menschen ja schon am Gehen. Swingt er oder swingt er nicht? Nach dem Krieg spielt er einige Jahre in den Clubs der US Army und im Max-Greger-Sextett. 1955 gründet er seine eigene Big Band, mit der er sich auf die strikten Tanzrhythmen des Turniertanzes spezialisiert und macht sich damit weltweit einen Namen. Ich habe einen Beruf erlernt, der mir unheimlich viel Spaß macht und eigentlich
auch noch ein zusätzliches Glück, ich habe das richtige Instrument gewählt. 3 Jahrzehnte lang produziert er in Zusammenarbeit mit dem Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverband die Tanzplatte des Jahres, die bis nach Amerika verkauft wird. Mehrere Generationen haben zu seiner Musik das Tanzen gelernt. Im neuen Jahrtausend tat er sich mit Max Greger zusammen. Als Swing-Legenden füllten sie die Konzerthallen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 18. März. Die Südhälfte Deutschlands profitiert morgen weiterhin von hohem Luftdruck, während von Norden feuchtkühle und wolkenreiche Luft heranfließt. Und die breitet sich heute Nacht von den Küsten aus. Ansonsten ist es sternenklar, bevor sich in einigen Flusstälern gebietsweise Nebel bildet. Morgen dringen die Wolken bis zur Landesmitte vor, dabei fällt örtlich Sprühregen. Weiter südlich scheint nach Nebelauflösung wieder die Sonne. Im Norden unter Wolken heute Nacht frostfrei, am Alpenrand bis minus 7 Grad. Im Nordosten morgen nur einstellige Werte, im Breisgau bis 16 Grad. Am Samstag meist wolkenverhangen, stellenweise fällt Regen, im Bergland auch etwas Schnee. Im Süden nach Nebelauflösung weiterhin sonnig. An dieser Wetteraufteilung ändert sich auch Sonntag und Montag wenig. Pina Atalay meldet sich um 22.15 Uhr mit diesen Tagesthemen. Top oder Flop? Wie erfolgreich ist Angela Merkel auf dem EU-Flüchtlingsgipfel? Und Annenmay Kantereit, Deutschlands erfolgreichste unbekannte Band. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.